letzten Video zeigten wir euch den schönen Strand in Jerup. Von hier aus geht es heute für uns weiter nun nach Skagen. Skagen ist ein hübsches Städtchen mit seinen für Dänemark typischen gelben Häusern. Der Leuchtturm ist in Sicht und nach einem ordentlichen Fußmarsch erreichen wir nun die Stelle, wo die Nordsee auf die Ostsee trifft. Oder ist es vielleicht umgekehrt? Wir entscheiden uns nochmal nach Skagen zu fahren, zum Hafen, und essen dort gut Fisch und genehmigen uns ein Bier, welches man aber aufgrund der Preise nur schlückchenweise trinken kann. Liebe Videofreunde, wir haben heute wieder einen schönen Stellplatz gefunden in der Nähe von Skagen, und es ist mitten in den Dünen, und wenn man ein Stück hochläuft auf die Dünen, da steht man, ja, Paradies, echt wirklich schön hier. Die heutige Tour führt uns über Hirsholz. Dort besuchen wir das Aquarium, denn dort soll es den seltenen Mondfisch geben. Und dann geht es weiter bis nach Lücken. Thank you.
Da ist er also, der Mondfisch. Mondfische sind die schwersten Knochenfische. Bis zu einer Tonne kann so ein Mondfisch auf die Waage bringen. Und bis zu 1,80 Meter werden sie groß. Manche Seiten schreiben auch bis zu 3 Meter. Das Gehirn dagegen wiegt ganze 6 Gramm. Er hat keine Schuppen, dafür aber eine bis zu 8 cm dicke Haut. Wenn ihr mehr über den Mondfisch wissen wollt, googelt einfach mal. Es ist sehr interessant, was dort so steht. Wir entscheiden uns heute, von Löcken weiterzufahren, und zwar nach Blockhus. Dort wollen wir auch noch mal einen schönen Strandtag verbringen. So, nun haben wir genug am Strand gestanden. Heute fahren wir jetzt weiter zum Vlimfjord. Das letzte Mal in Skagen, als wir so schön an den Dünen standen und ja, den herrlichen Sonnenuntergang abend sehen durften. Das war total schön gewesen. Wir haben
sowieso in den letzten Tagen sehr viele Sunsets gesehen. Ne? Ganz Skagen waren wir natürlich an der Spitze, wo Nord- und Ostsee zusammenfließen. Ich habe versucht, so ein bisschen ein Bild aufzunehmen, dass man so in einem und in dem anderen Teil der See stehen kann, aber das hat nicht so ganz hundertprozentig geklappt. Aber egal, wir waren dort und war auch sehr schön gewesen dort oben. Ne? Sehr, sehr, sehr breite Sandstrände da. Wahnsinn, aber eben wieder für unseren Hundi nicht so ganz optimal. Mag er einfach nicht, den vielen Sand in seinen Pfötchen. Und von dort aus dann, wie gesagt, sind wir abends dann zu dem schönen Stellplatz gefahren. Und am nächsten Tag, wo waren wir da? In Lönstrup. Da waren wir in Lönstrup an dem Strand abends. Ja, genau. Und eigentlich wollten wir da übernachten, ne? Ja. Und dann haben wir doch nicht dort übernachtet, weil die sind alle gefahren. Also haben wir uns dann nicht getraut. Die hatten zwar selbst der mit dem Wohnwagen gefahren ist, habe ich gesagt, okay, dann halt nicht. Ja, eigentlich stand da, wo man kann, also sagt keiner was und war nicht so hundertprozentig klar. Und dann sind wir doch gefahren auch und haben uns dann auf dem Parkplatz in der Stadt gestellt. Das war überhaupt gar kein Problem. Da ist so ein Sportzentrum, ist da mit so einem Freibad oder besser so einem Schwimmbad mit dabei und da haben wir wunderbar gestanden. Ja, so ein Hostel ist da auch dabei. Ja, so ein kleiner Park, kannst du gut mit dem Hund gehen. Ja, also es war auch super gewesen, haben wir gut geschlafen, ganz ruhig. Ja, und von dort aus, dann waren wir noch einkaufen und haben Michael eine Kappe gekauft, eine englische, britische, wo ist er mal her? Very nice, my dear, indeed. There you go. Für unseren Schottland-Urlaub. Very lovely, indeed, yes. Und wir haben gleich drei Stück gekauft. Dann sind wir weitergefahren nach Blockhus. Ne? Blockhus, schönes Städtchen, ja. Ja. Da kann man, glaube ich, auch am Strand stehen bleiben. Aber wir sind dann nachmittags gefahren und sind dann weitergefahren nach Limfjord, also zum Limfjord, besser gesagt. Und da stehen wir jetzt und haben einen so wunderschönen Stellplatz gestern Abend gehabt. Und es war einmalig schön hier gewesen. Und jetzt haben wir uns entschieden, Jütland zu verlassen und fahren jetzt drüber. Einmal quer durch Dänemark. Ja. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber quer durch. Das Ziel ist Mönn. Und ja, haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir das doch machen. Beide Küsten abgeklappert. Ja. So. Ja. Naja, noch ein bisschen was anderes. Also das schaffst du nicht in einem Urlaub. Also da musst du schon, also mit 2 Wochen, da musst du dann doch also längere Zeit hier haben. Dänemark ist also sehr schön und das Land zu erkunden, da kannst du ohne hier bleiben. Machen wir mal los, ne? Mal irgendwann ankommen heute. Und bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Update und viel Spaß mit den Bildern, die wir gemacht haben. Ja. Bis dahin, macht's gut. Ciao.